mit dem Feldsanitäter von Stufe 13 auf Stufe 14 zu kommen, müssen wir 15 Gegner auf dem Testgelände von Golem Island töten, ohne zu sterben, 8 Gegner im Außenposten Red Phoenix töten, ohne entdeckt zu werden, und 3 Gegner schnell hintereinander mit verschiedenen Schusswaffen töten. Ja, da bin ich ein bisschen überfragt, weil ich spiele nur mit einer Primärwaffe. Ich glaube, Damn You war es auf unserem Discord, Link übrigens in der Videobeschreibung, hat vorgeschlagen, dass ich es versuchen könnte mit einem Sturmgewehr und dann mit Unterlauf Schrotflinte. Ja, ich denke, das werde ich dann auch mal ausprobieren, eventuell, wenn das hier nicht drauf geht. Ich glaube aber nicht, ne? Nee, es geht nur auf Sturmgewehre. Aber zuallererst schaue ich mir mal hier die 15 Gegner an, ohne zu sterben. Ich kann mich hier mal hinlegen und einfach mal schauen, wie der Bullet Drop so ist. Oh, der ist schon heftig. Unter dem zweiten Mildot auf die Entfernung. Wie weit ist das? Ja, irgendwas über 151 Meter. Denn weiter pingen kann man ja nicht. Das ist aber irgendwie auch unterschiedlich, ne? Mal kann man weiter pingen als 151, mal nicht. Ich glaube, die Drohne kann weiter pingen, ne? Ja, die Drohne kann bis zu 300 pingen, genau. Ja, ich denke, da gehe ich ran. So. Wieder über meinen Lieblings-Entry-Point hier. Vielleicht nicht ganz so günstig, dass es jetzt gerade Tag ist, aber hey. So. Guten Tag, die Damen. Bling Nummer 1. Bling Nummer 2. Ich habe jetzt tatsächlich jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme schon länger nicht mehr Breakpoint gespielt, sondern, was habe ich die ganze Zeit gespielt? Generation Zero. Also, wenn ich mit dem Bullet Drop oder sowas nicht klarkomme oder mit meiner eingestellten Empfindlichkeit, dann entschuldigt das bitte. Aber gut, meine Familie bist du eh schon Fails gewohnt wahrscheinlich, ne? Und von daher. So, das waren auf jeden Fall 2, 3. Das waren 3 Gegner. Wie viel brauchen wir? 15. Nicht mal ohne entdeckt zu werden, sondern einfach ohne zu sterben. Ich hoffe, das hier zählt auch schon zu dem Testgelände. Denn wir erinnern uns, in einer der letzten Folgen hatten wir ja den Fall, dass die Kills von der Ölbohrinsel oder was es war, nicht gezählt haben, weil ich zu weit weg war. Ich hoffe, das hier zählt. So, wie viel haben wir? 3, ne? 4 haben wir. 4. Gut. So. Da hinten haben wir keinen drin, ne? Habe ich eben schon geguckt. Da hinten läuft einer. Den lassen wir mal noch in Frieden. Hier muss doch auch jemand laufen. Ich bin Sanitäter, das heißt, ich habe keine Sonarsicht. Oh shit. Irgendjemand hat irgendwo irgendwas entdeckt. Aber ich weiß leider nicht wo. Ach, da hinten. Verdammt. Da. Moin. Die Drohne hier drin hat leider auch was mitgekriegt. Die Raid-Drohne. Das ist ja auch nur semi-nützlich. Was haben wir denn hier? Jemanden, der um einen Kopfschuss bettelt. Ich weiß jetzt nicht, wie der Bullet Drop auf die Distanz ist. So nicht. So ist er. Oh, hallo, Herr Funker. Okay, ich habe vergessen.
Ich habe den Überblick verloren, wie viel es waren. Also wir hatten 4 da. Dann haben wir da 1, 5, 6, 7, 8. Dürften jetzt 8 gewesen sein, wenn ich keinen vergessen habe. Steht da einer? Nee. Ist nur so ein Pöppel. Vielleicht hätte ich den Funker nicht töten sollen. Einfach damit noch weitere Truppen reinkommen können. Wie viel von denen haben wir noch? Ein paar. Jemand drin? Nicht, dass ich sehen würde. Die Drohne. Die weiß nicht so recht, was sie machen soll. Okay, irgendjemand hat gerade gemeldet, dass alles in Ordnung wäre. Was haben wir denn hier Schönes? Ich habe hier noch gar nichts gelootet, ne? Es ist eine RU-12 SG-Blaupause. Okay. Nice. Moment mal, die RU-12 SG, die hatte ich aber schon. Haben wir damit nicht... Wow. Haben wir damit nicht beim Sturmsoldaten schon die eine... Oh mein Gott. Die eine Shotgun-Herausforderung gemacht mit der RU-12 SG? Oder war das eine andere? Müsste ich mal noch mal schauen, aber ich bin der Meinung, ich hätte die schon gehabt. Oder war das die nicht? Doch, war die, ne? Ja, war die. Können wir ja eigentlich gerade mal gucken, wo es hier die... Wobei, so sehe ich es nicht. Wo es hier die Scale Credits gibt. So. Wo ist die Kiste mit den Scale Credits versteckt? Hallo Drohne, bestimmt da hinten irgendwo. Oh, es ist ja doch ein relativ großes Gebiet noch hier. Oh, das ist in Ordnung. Ah, da hinten. Hinter dem anderen Sniper-Turm. Ich muss jetzt nur aufpassen. Denn wir müssten es eigentlich fast haben. Wenn ich eben richtig gezählt habe, müssten es jetzt noch 4 übrig sein, glaube ich. Dass ich immer falsch rum an die... Aber das Problem ist, ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, dass hier nicht mehr keine 4 Wachen mehr übrig sind. Und mit einer MP eine Behemoth zu legen, wäre eine Herausforderung. Auf jeden Fall. Oben ist auch keiner drin, oder? So, da haben wir auch die Scale Credits. Damit wäre dieser Ort hier zumindest lootmäßig schon mal leer. Was ist das denn für... Ich dachte gerade, das wäre eine Artillerie, aber es ist nur irgendwie ein... Ist wohl eine Bauarbeiterdrohne, irgendwie sowas. Da oben läuft einer rum. Hey, ich mach mal nochmal einen Erkundungsflug. Ist mir zu unübersichtlich alles hier. Der steht da hinten in der Mitte. Okay. Da steht ein Minigunner. Und da steht noch ein Wolf. Das sind aber nur 3. Ach, hier sind die richtigen Scale-Credits. Nun, zur Not müsste ich wohl tatsächlich versuchen... Wobei... Wollte man noch in den Sniper-Turm gucken? Ist keiner drin, okay. Ja, zur Not müsste ich vielleicht gucken, dass ich ein bisschen Lärm mache, um hier Wachen herzulocken. Denn der eine jetzt?
Guten Tag. Oh shit, da ist er. Don't let me die, please. Nun, damit hab ich... Renn doch! Warum rennt er denn nicht? Dieser Volldepp. Da joggt er ganz gemütlich in der Gegend rum. Mein Gott. Oh, fuck. Hör auf, abbrechen! Oh, na toll, ich bin tot. Das war's. Oh, shit. Shit. Ich muss hier weg. Ich hoffe, ich habe hier genug Decken, um mich mal schnell zu verarzten hier. Boah, wie schnell sowas aber auch eskalieren kann, ne? Das ist der Wahnsinn. So, hau dir die Spritze rein, Mann, du bist ein Sunny. Es muss schneller gehen. Dann nachladen. Autofeuer. Und mal erkunden, wo die Gegner sind. So, der eine sitzt da hinten. Der andere da. Einer da. Okay. Oh Gott, da kommt noch einer. Ich habe ein Problem. Ein dezentes. Ich habe hier nämlich echt eine schlechte Position. Hier ist jetzt auch nicht unbedingt viel besser. Ich muss hier weg. Das ist mir hier viel zu unübersichtlich hier in dem Ecken da. Ja, genau. Warum weiß die denn, dass ich da bin? Niemand hat mich gesehen. Hoffe ich. Denke ich. Naja, vielleicht auch doch. Ah, ich die Drohnen hasse. So, da hinten haben wir einen Wolfi. Da haben wir ganz viele Raketen. So. Hi, hi, hi. Durch die ganzen Explosionen sehe ich halt nichts mehr. Sehe nicht, wo die Gegner sind. Da. Oh, das war's. Nice, wir haben es geschafft. Ah, jetzt ist auch alles egal. Jetzt ist alles egal. Jetzt können wir abhauen und alles ist tutti. Habe ich zufällig eine EMP-Granate dabei? Nee. Ist aber auch egal, denn wir können hier weg. Und wir ziehen weiter Richtung Camp Phoenix. Mopsen den Herrschaften hier noch das Auto. Aber erstmal warten, bis die Drohne nochmal geschossen hat. Ja, genau. So. Damit wir genug Zeit haben. Und tschüssi. Man sieht sich, Jungs. Ach ja, so. Camp Phoenix ist irgendwo am Vulkan. So über so einer Lava-Ader. Oder wie man die Dinger nennt. So, die Frage ist, wie komme ich da hin? Nicht so, nämlich komplett in die andere Richtung. Wobei, wenn ich außerhalb des Gebiets wäre jetzt... Oh, da vorne haben wir eine Patrouille. Da würde ich mal gerade eine Blendgranate ausrüsten. Und prüfen. Ah, ich kann ja hier gerade mal gucken. Ach, das war eine Ru 12 SG Assault. Deshalb, okay. Gut, die hatten wir tatsächlich noch nicht. So, ich würde dann gerade mal testen, wie es aussieht. Ob es klappt, wenn ich halt die Waffe halt zweimal wechsle. Ich weiß, ich laufe wieder permanent im geduckten Zustand rum. Wo sind die? Die waren doch gerade da, sag mal. Hä? Wo sind die? Ich hab die doch... Ach, die sind ganz da hinten. Eieiei. So. Kurz mal hingelegt. Die Drohne feuert immer noch. Meine FPS sind ziemlich im Keller. Keinerlei Bewegung. Verstanden, hier auch. Keinerlei Bewegung. Außer der Bewegung in den Büschen.
doch. Ich bin hier, keine Sorge, Jungs. Auch wenn ihr mich nicht seht, ich bin hier. Ruhig hier. Ihr auch, kein Mucks. Ja, das ist korrekt. So. Dann darf ich mal eine Plant. Nichts zu berechnen. Okay, hier ist auch nichts. Deckung! Okay, das hat offenbar nicht gezählt. War aber auch verdammt langsam. Nun. Tot. Wer hätte das gedacht? Aber ich lass mich dann mal sterben. Denn wir müssen dann eh zum Biwak. Um eine neue Waffe auszurüsten und so weiter. Aber ich glaube, ich mach's einfach. Ich aktiviere kurz hier für diese. Oder? Ach, Mann. Nee, komm, ich mach's mit Unterlauf-Granatwerfer. Nicht Granatwerfer, sondern Unterlauf-Schrotflinte. So, erstmal zum Biwak. So, das Cambrett Phoenix ist hier. Aber wir müssen zweimal 8 Gegner töten, ohne entdeckt zu werden. Okay, das macht das Ganze nochmal etwas schwieriger. Aber nicht unmöglich. Wobei ich jetzt gerade nicht im Kopf habe, wie es dort aussieht. Machen wir hier nochmal hell, weil, wobei ist eigentlich hier egal, ne? Sowieso alles voller Staub. So, hier mal nochmal ein bisschen craften. Nachrüsten. Oh, wir gehen die stromsparenden Mikrochips langsam aus. Gut, so, dann Waffenwechsel. Ich muss ja hier nirgends, es ist ja nirgends gesagt, jetzt mehr, dass ich jetzt hier mit der MP das machen soll. Also wechsle ich hier jetzt dann mal für diese Herausforderung auf meine geliebte 416, mit der ich jetzt schon wieder, wo ich mich wieder erstmal neu einspielen muss. Und mach den Unterlauf Schrotflintenaufsatz dran. Wenn der dran passt. Granatwerfer ist hier. Da ist der Unterlauf Schrotflinte. Gut. Hoffen wir, dass das genügt. Ich könnte es Nacht machen. Das würde mir das nicht entdeckt werden. Was vielleicht ein bisschen erleichtern. Ich meine, hier ist die Sicht sowieso fast null. Da ich dann sowieso mit Nachtsicht und Alter, sieht das geil aus. Ah gut, da sieht es jetzt nicht so geil aus, aber so ist das hier vorne, Red Phoenix? Ja. Was gibt's denn da zu holen? Eine Stoner Compact und nochmal 2500 Skrets. Kann ich da im Fallschirm hin? Ja, nice. Und dann würde ich dann da tatsächlich mit der Wärmebildsicht versuchen, dort aufzuräumen. Es blubbert. Blubber, blubber. Oh, guck mal, ein kleiner Lava-Vulkan. Ja, ein kleiner Vulkan, ja. Ein kleiner Lava-Vulkan, genau. Oh, da haben wir einen. Hier fängt scheinbar schon an. Autsch, das hat bestimmt wehgetan. Da haben wir einen Mörser auf dem Dach. Und einen Sniper. Bling. Das war der Sniper. Die Atmosphäre ist schon cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Also in den Gebieten, wo was los ist, hat Breakpoint genauso wie Wildlands eine gute, schöne. Vielleicht sind hier Eindringlinge. Meinst du, hier wären Eindringlinge? Ich denke, dein Kamerad ist gerade einfach so umgefallen. Moment mal. Drohnen zählen als Gegner, oder? Nehme ich mir den mal mit. Es waren dann 3.
Die beiden Drohnen wären dann 4 und 5. Theoretisch. Wenn ich schaffe, den so abzulegen, dass er auf dem Bauch landet. Natürlich nicht. Also erstmal, ich gehe erstmal gucken, wie es da oben in dem Gebäude aussieht. Nicht, dass da noch eine Überraschung auf uns wartet. Nee, da ist alles sauber. Gut. Ich würde tatsächlich dann einfach mal den Typen da oben vom Dach werfen. Muss halt aufpassen, weil ich nicht weiß, wie weit die sehen können. Hier im Dunkeln. So. Du kommst mal mit. Du fällst jetzt vom Dach, unglücklich. Ich hoffe, ich kann so werfen, dass er sich in der Luft nochmal dreht. Oder ich werfe mal auf die Treppe. Vielleicht reicht das ja schon, um an die Drohnen zu kommen. Ah, verdammt. Ich könnte natürlich sprengen, ne? Dann wären die Drohnen auch kaputt. Pass auf, diese Aktion hier, die kostet mich jetzt noch die Unentdecktheit. So. Natürlich ist er überall abgesperrt und rum. Ah, klasse. Das hat sich ja gelohnt hier. Kann ich den so in die Ecke werfen, dass er... Ja, nice. So, das wären dann 4 und 5. Gut zu wissen, dass man für die Drohnen 5 Schuss mit der Pistole braucht, mit der USP. So, dann einmal hier deaktivieren. Das Lichtchen hier. Ja, gut, war mir zu hell. Gut, 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 gut. So, das heißt, nach Adam Riese bräuchten wir jetzt. Höre ich dann wach? Oder ist das nur die Lava? Da unten läuft einer. Wo ist der? Da. Oh, nachts ist es hier gruselig. Ja. Was wären dann, eigentlich müssten das doch alle gewesen sein. Das wäre 7 und das 8. Haha, nice. Das funktioniert tatsächlich. Ich lade viel zu oft nach. Verdammt. Jetzt wollte ich gerade hier die Kisten looten hier. Die Munitionsboxen. Ich habe halt einfach die ganze Woche über viel zu viel Generation Zero gespielt. So, ich brauche jetzt noch... Oh, da unten. Brauche jetzt noch zwei, noch einmal 8. Und dann haben wir die. Und dann nochmal eine Patrouille. Am besten eine Dreierpatrouille. Oh. Ja, fall auf den Bauch. Nice. So. Damit hätten wir wieder 3. Oh. Mach vielleicht doch lieber die Sicht an. Fühle ich mich etwas wohler. Zumindest auf kurze Distanz. Längere Distanzen jetzt nicht so unbedingt. Auf längere Distanzen bringt die Sicht halt nichts. Was ist hier drin hell? So. Ach, das ist ein Suchscheinwerfer. Immer noch ein Suchscheinwerfer. Das ist keiner. Huch. Wo ist dieser Suchscheinwerfer? Wo kommt der her? Ach, da. So. Ich gehe hier viel zu... Ich bin hier viel zu so offensichtlich. Komm, wir haben 3, wir brauchen nur noch 5. Und dann haben wir's. Ich meine, ich könnte mich auch umbringen und dann da oben die wieder machen. Aber... Guck mal da hinten. Ich meine, steht da erschießen? Nein, steht nur töten.
Ah, verdammt, ist zu weit weg. Der Schnüpper ist zu weit weg. Jetzt nah genug? Nein, schade. Den will ich jetzt nicht unbedingt nehmen, weil ich nicht weiß, von wem der gesehen wird. Es ist ziemlich schwer, von Wolves nicht entdeckt zu werden, wenn sie schon in Alarmbereitschaft sind. Ja, dann ziehen die schneller als ihr Schatten. So, da hinten war aber eben noch ein anderer, also schieße ich da nicht auf den. Der Scharfschütze ist da hinten dran. So, erstmal das Ding hier ausschalten. Und weg. Ah, nee, 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 nee. Ach man, das ist hier. Alter, das ist ein scheiß Gebiet hier. Oh, eine Waffenkiste. Ja, komm. Ja, mach doch auf. Ach so, ist keine Waffenkiste, deshalb. Oh. Ich hab gerade. Ich weiß halt hier nie, ob es Schritte sind oder ob es blubbernde Lava ist, ne? So, wir haben da hinten noch ein Türmchen. Da ist noch eine Kiste. Hier, diese Zelte sind geschlossen. Also ist da nichts. Da sitzen wir. Ganz gemütlich. In der Asche. Wie viel brauchen wir noch? 5, ne? Also hier allein um dieses Zelt rum wären es 3. Da oben den Sniper nicht vergessen. Da unten sogar noch einer. Ein ganzer Haufen hier um das Zelt. Das könnte schwierig werden. Aufpassen, dass ich nicht in die Lava falle. Komme ich da runter? Ja. Da ist der Generator. Wenn ich ihn ausschalte, laufen die alle dahin. Die wissen, da ist was im Busch. Also möchte ich das gerne erstmal, solange es sich noch irgendwie vermeiden lässt, vermeiden. Und wir haben da oben den Turm. Ich sehe nicht gut genug, Mann. Nichts. Bei mir auch, check. So. Das sind 2. Was zum? So. Ich habe Angst, ich möchte nicht entdeckt werden. Roger, verstanden. Hier auch. Ich könnte ihn so erschießen. Lade zur Sicherheit nochmal nach. Will ich nachher ohne Munition da stehen? Theoretisch fehlt mir nur noch einer. Ruhig. Wo ist der? Ach, da! Jawohl, das war das. Nice. Hey, hey, das war nervenaufreibend. Trotzdem jetzt nicht. Trotzdem noch ein bisschen vorsichtig bleiben.
damit ich die Kisten noch looten kann. Und die Drohnen, die Geschütze deaktivieren. Wo war die andere Kiste noch? Waren noch drei, oder? Braucht man noch gucken, wo da eine Wache ist. Da ist noch eine. Ah, da hinten bei den Containern ist noch eine Kiste. Da drüben ist ja nichts mehr. Hier oben auch nicht. Hier oben könnte noch was sein. Ist aber auch nicht. Gut. Also, dann wissen wir ja wo. Falsche Zoom-Stufe dran gehabt. Ich habe hier noch was Räuspern gehört, gerade. Aber man weiß bei Breakpoint ja nie so wirklich, wie weit das jetzt entfernt ist. Wenn sich da jemand räuspert oder jemand etwas spricht. So, wo sind denn jetzt hier? Ich bin doch hier bei den Containern. Da drüben war das. So, und das ist eine Waffenkiste. Ich möchte jetzt ja so langsam mal anfangen, hier alles zu looten, was geht. Also hier auf Dingens. Warum habe ich aktuell gerade, also ich habe hier das Nvidia Overlay Dingens an und es zeigt mir, jetzt geht's wieder. Ich hatte gerade 70 FPS, was aber eigentlich nicht gehen sollte, weil VSync auf 60 FPS eingestellt wäre. Schaue ich doch mal gerade nach, denn das wäre zumindest eine Erklärung dafür, warum meine Grafikkarte, oh, hupala, warum die Grafikkarte dauernd auf, ich hoffe, das hat jetzt die Aufnahme nicht zerschossen. Das wär doof. Warum die Grafikkarte permanent am Limit läuft. Und die Dinger kann man nicht kaputt schießen. So, was müssen wir jetzt machen? Genau, wir müssen noch einmal drei Gegner mit unterschiedlichen Waffen töten. Also ich würde vermuten, dass der Tipp von Damn You nicht funktioniert. Mit der Unterlaufschrotflinte. Denn Faden verloren. Denn dann, also da die, wenn ich mit einer, ah, guck mal, direkt eine Patrouille. Denn die Kills mit dem Unterlauf Granatwerfer zum Beispiel, die zählen ja auch als Sturmgewehr-Kills. Hier ist alles sauber. Hier bewegt sich auch nichts. Blendgranate. Sauber. Blaue Pilze. Oh. Smaragd oder was auch immer. Nee, das sei nichts mehr. Die setzen Blendgranaten ein. Jo, hat nicht gezählt, aber ich hab's ziemlich dämlich angestellt. Ich hab mich ziemlich dämlich angestellt. Aber eigentlich hätte es zählen müssen. Deshalb werde ich jetzt gerade nochmal zum Biwak. Wobei, wir stehen gerade direkt davor, da können wir auch hinlaufen. Wenn ich es finde. Ist immer so eine Sache, die Biwaks zu finden, ne? Ist die Straße? Wenn aus der Entfernung findet man sie ziemlich gut. Durch diese Rauchsäule. Ist es da?
Nee. Keine Ahnung, wo es ist. Was muss hier sein? Sag mal. Ach doch, das ist da. So. Gut. Komme ich von hier aus ins Menü? Das ist die Frage. Ja, komme ich. Dann muss ich jetzt hierfür zwei Primärwaffen einstellen. Kann natürlich auch sein, dass ich jetzt nur zu langsam war, ne? Mit dem Unterlauf-Granatwerfer. Und mit der Unterlauf-Schrotflinte. Komm, dann nehmen wir gerade die. Ist ja egal. Kann ich eigentlich auch mal gerade noch upgraden hier. Dann fange ich mit der Pistole an. So, zack. Ja, mal ein großes Magazin rein. Ja, von mir aus ein Schalldämpfer. Wobei, ist eigentlich wurscht. Mal DH-Laser und ein... ist kein normales? Naja, gut, dann halt ein, so eins, ein russisches. Gut, dann... wenn wir im Biwak sind, gerade noch mal eine neue Blendgranate machen. Und dann machen wir das noch mal. So, aber hier stelle ich auf. Ups. ja. Wo ist denn mein nachteilsfreier Handgriff? Wo ist mein nachteilsfreier Handgriff? Hä? Wo ist der? Da ist er. So. Okay. Auf Autofeuer, genau. Brauchen wir allerdings nochmal eine Patrouille. Deshalb würde ich mich zu einem anderen Biwak begeben. Hierhin vielleicht. So. Wo ist der Vulkan? Da, das heißt, kommt... Oh. Auf der anderen Seite aber, ne? Von der Mauer. Wahrscheinlich. Würde ich so vermuten. Ja, natürlich auf der anderen Seite. Was ist denn hier passiert? Hier kann ich mich natürlich gar nicht verstecken. Ne? Das ist... Au, 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 ich brenne, ouch. Ich brauche eine Patrouille, so geht das nicht. Hallo du. Sag mal. Oh. Huch. Okay. Haben wir noch einen Raid-Einsatz abgeschlossen. Ich weiß nicht, was ich dafür jetzt bekommen habe, aber hey. Oh, ich brenne schon wieder. Und lade unnötigerweise nach. Das war also eine Prioritätseliminierung. Bling. Bling. Mist. Pling. Pling. Also kein Pling, aber. You get the idea. Pling. Roger, verstanden. Hier auch. Zack. Smoosh. Oder wie man das nennen soll. Pling. Bin sogar extra noch stehen geblieben für ihn. Aber wenn ich sterbe, ist nicht schlimm. Ne? Wird die Welt neu geladen und alles ist tutti.
sterbe ich an so einer blöden Pistole. Ja, ich heile mich jetzt nicht. So, gut. Dann können wir jetzt sterben, das ist gut. Ich kann nicht. Leertaste, es will nicht. Dann lassen wir halt den Timer auslaufen, was soll's. Dann können wir jetzt auch wieder zu unserem Lieblingsbiwak gehen für solche Fälle. Und zwar dahin, das Sektor 2 Biwak. Ist tatsächlich mein Lieblingsbiwak, wenn ich ja Patrouillen suche. Oh, hier gehen die FPS. Vielleicht gehen die FPS hier auch einfach wegen dem ganzen Gestrüpp runter, ne? Ich will ja nur 50. Vielleicht achte ich auch viel zu sehr auf die FPS. Aber ich merke es halt auch beim Spielen direkt, ne? Es wird ein klein bisschen ruckliger. Ich hoffe, man sieht es im Video nicht zu sehr. Das habe ich natürlich nicht geguckt. Ich meine, ich kann auch zum anderen Biwak gehen. Da hätten wir eine Dreierpatrouille mit Drohne. Das wäre ultra gefährlich. Aber wir müssen es ja nicht überleben, ne? Wir müssen ja nur die 3 Kills machen und dann können wir sterben. Das ist egal. Ich hoffe nur, die Drohne killt mich jetzt nicht, bevor ich diese Kills gemacht habe. Habe ich die Blendgranate ausgewählt? Ja. Überfahren, das gibt's doch nicht. Mann, das gibt's doch nicht. Was hat die Drohne und den dritten Mann überfahren einfach. Alter. Kannst du dir nicht ausdenken, sowas? Kannst du dir nicht ausdenken? Das sind die nicht die only in Battlefield Moments, das sind die only in Breakpoint Moments. Keine besonderen Vorkommnisse. Ja. Hallo ihr, wie viele seid ihr? 3, das ist aber sehr gut. Für mich, schlecht für euch. Verstanden, Dito. Dito. Zu weit weg, vor allem für die Schrotflinte. Wobei ich ja hinrennen könnte. Soll ich es riskieren? Ja, komm. Nichts zu berichten. Roger. Hier auch kein Kontakt. Was? So, und damit sind wir auf Stufe 14. Nice. Sehr nice. Ist aber echt, also wenn ich da mal was zu sagen darf, welcher... Moment. Feind getroffen! Feind getroffen! Welcher Depp hat sich das ausgedacht, Kills mit 3 verschiedenen Schusswaffen zu machen? Machen zu müssen, wenn man die Möglichkeit schon eingebaut hat, nur mit einer Primärwaffe rumzulaufen. Also da maximal 2 Schusswaffen dabei hat und nicht 3. Da ist irgendwie nicht ganz zu Ende gedacht, aber naja, was soll's. Dann, du weißt, was zu tun ist. Kommentare, Abo, Liken und so weiter. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.